Ich habe ein Ausrufezeichen über den Kopf. Und das heißt, dass ich mein Luftschiff kralle und wir in Let's Play Final Fantasy 3 sind. Ja, willkommen zurück. Und ja, ich habe offscreen ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich habe erstmal wieder ein bisschen Kohle gefarmt. Ich habe wieder ein bisschen gelevelt. Meine Leute sind jetzt, der Geomant ist 12, also der Luca, also ich. Strife alias Dragoon ist jetzt 20. Light alias Beschwörer ist jetzt Stufe 15. Und ich habe jetzt den Nobody so einen Waldläufer gemacht, der auch schon Stufe 2 ist, weil er ist mit dem Weißmagier durchgelevelt. Das hat zur Folge, dass wir jetzt weder einen Schwarz- noch einen Weißmagier zur Unterstützung haben. Zumindest für Heilung ist gesorgt. High Potions sind 99 Stück. Und Elixiere habe ich auch noch 4. Die will ich aber mindestens für den Endboss aufheben. Und für Nyxfiden haben wir auch noch 5 Stück. Das sollte zumindest reichen, bis wir wieder einen Weißmagier am Start haben, der ja auch nun beleben kann. Des Weiteren habe ich mich auch mit der Weltkarte ein bisschen umgesehen. Ich gehe mal kurz ins Wasser. Dazu kommen wir gleich. Erst einmal. Ich habe nämlich hier auf der Map alles erkundet, was es geht. Also, ihr seht rechts unten den versunkenen Tempel. Den haben wir im letzten Part schon kennengelernt. Dann da, wo ich jetzt gerade bin und da oben diese Höhle auf der Map. Das sind die drei einzigen Sachen, die es hier im Wasser zu entdecken gibt. Mehr Wasserorte gibt es hier nicht zu finden. Und auch sonst habe ich nicht wirklich was gefunden, was man, ja, mit dem U-Boot finden und erreichen kann. Und deswegen würde ich sagen, rechts unten kennen wir ja schon. Aber wir kennen es da, wo ich jetzt gerade bin, noch nicht. Ich habe, die Orte nur kurz besucht, damit sie auf meiner Map angezeigt werden. Und ja, wie gesagt, das ist es. Dieses Tempelgedingse hier. Und wir sind jetzt im Tempel der Zeit. Und würde sagen, diesen hoffentlich optionalen Dungeon gehen wir jetzt mal an. Ich kenne ihn selbst noch nicht, aber er sieht interessant aus. So, wir haben jetzt hier so einen See. Okay, aha. Was ist das See? Ich meine, Fluss. So, Tür. Verschlossen. Hab ich denn zufälligerweise gerade einen Zauberschlüssel, magischer Schlüssel, keine Ahnung, wie heißen die nochmal? Die müssen doch oben sein, oder? Mal High Potion, Antidot, Goldnadel, Jungfern. Ich hatte doch mal Schlüssel gehabt, oder nicht? Um Türen zu öffnen. Ach, wisst ihr was? Wir gucken uns erstmal an, was für Gegner hier sind. Okay. Ein einzelner kleiner Dira. Ja, okay. Ich wollte nochmal hier Terrain machen, weil ich habe in der Level-Phase offscreen herausgefunden, es ist random, was für einen Angriff er hier, der Geomant, bei Terrain machen kann. Ja, machen wir mal. Und ja, dann das hier so beschwören und wozu. Ja, der Waldläufer. Bei Angriff verbraucht er ein Pfeil. Ich habe momentan Holzpfeile ausgerüstet. Wenn ich Beschuss mache, das mache ich bei Bosskämpfen mal, verbrauche ich 4 Pfeile. Da ich aber momentan, ich glaube, 53 nur habe, werde ich den Skill bisher ignorieren und nur für Bosskämpfe aufheben. Weil ich weiß nicht, ob man Pfeile kaufen kann. Ich glaube ja, aber ich meine, der Schaden ist so auch richtig geil. Also ich meine, ich habe da nichts zu beanstanden. Und das war ein Windangriff, okay. Ich finde, Terror ist ein richtig geiler Skill. Ich bin zwar kein Fan von... Oh Gott, gibt's ja wenig Erfahrung. Ich bin kein Fan von Angriffen, die random sind, aber ich nehme sie halt an, wenn sie kommen. So, wen kann ich denn jetzt mal kurz... wer hat denn das höchste Level gerade? 15, 20, 13. 20, der Dragoon.
Ja, machst du mal kurz hier ein auf, wo ist denn jetzt der Beruf? Dieb. So, dann kannst du den Dieb mal ein bisschen leveln. Zumindest in diesem Dungeon. Weil dann kannst du mir nämlich die Türen öffnen. So, gucke ich mal kurz, was ich hier für Waffen habe. Oho, Windmesser. Ja, fett geil. Ich denke mal, nutzt erstmal ein Windmesser und dann kriegt er hier ein Schild gleich. Aber erstmal kriegt er hier Kleidung. Ja, das steigt gut. So, ich kriege hier mal ein Schild. Ja, besser als nix. Komm, gib ihn. So, dann muss er jetzt auch an Start. So, machen wir auf hier. Ja, natürlich. So, erst finden wir die fetten, geilen Schätze wetten. Ah, die kriegst du schon mal. Diamantarm. Na ja, gut. ich hätte jetzt irgendwie mal was ganz Neues getippt, aber ich meine, wir hatten das Item schon, es ist also noch nicht mal was Neues und das ärgert mich doch schon gerade, aber egal. Die ist nichts mehr. Ich werde in diesem Dungeon erstmal die Dieb benutzen und ihn erstmal ein bisschen leveln. Sprich, profitieren wir von der Erfahrung und da muss ich halt nicht mehr hin und her switchen, weil gerade das Berufsswitchen kostet ja bis zu 10 Kämpfe Eingewinnungszeit. Und deswegen bleibe ich erstmal beim Dieb, weil ich habe halt keinen Bock, dass dann beide Rufe, beide B-Rufe durchgehend nicht benutzbar sind, weil ich sie halt immer switchen muss. So, wir haben es hier oben erstmal abgecheckt. Ey, ich bin der Checker, weißt du? So, dann checken wir unten hier ab. Und erstmal checken wir den Kampf ab. Hey. Ach ja. Morgen wird wahrscheinlich ein Gastpart kommen. Nein, gar nicht wahr. Freitag. Morgen ist gar nicht Freitag, morgen ist Donnerstag. Freitag wird höchstwahrscheinlich ein Gastpart kommen. Wer das ist, werde ich noch nicht verraten. Aber ihr kennt sie alle. Ihr solltet sie kennen. Und wenn nicht, schämt ihr euch. Ja, ich habe verraten, es könnte eine sie sein. Oder auch nicht. Oder ein Mann im Körper einer sie. Oder umgekehrt. Schaut halt einfach mal, was kommt. Ob was kommt. Ja, ich muss sagen, der Schaden ist geil, obwohl der Beruf noch nicht eingewöhnt ist vom Dieb. So, wir können jetzt hier im Wasser rumwatscheln. Ich geht nochmal nach rechts. Man weiß ja nie, was man findet. Also die Gegner sind hier echt irgendwie eine Lachnummer, ne? Wenn sie einzeln auftauchen, sind die schwach. Wenn die dann zu zweit auftauchen, sind die auch schwach. Gut, die sind eigentlich immer schwach, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und Erfahrung gibt es ja auch so gut wie fast Nüsse. Ich hätte schwören können, da gibt es noch irgendwas. So ein Geheimsekret. Na gut, Seepferdkönig, okay. Naja, ich meine, auch die müssen einen König haben. Tja, der König wurde gestürzt. Nieder mit dem König! Jawoll! So. Da guckt er, wa? So, dann, ja, ich gehe erstmal jetzt hier ab den Weg hier, ja. Immer erstmal am Rand. Okay, da ist ein Waterfall. Da könnte ich hoch. Und da geht's zum Kampf. Ich glaube, ich bin jetzt einmal, ich habe jetzt dieses Becken erkundet. Ich gehe jetzt mal zum Wasserfall und dann rechts. Da war noch ein Gang, wo man wieder aus dem Wasser rauskommen konnte. Und den nutze ich mal. Ach, ich finde Blindspieler so geil. Da ist immer wieder was zu entdecken. Und auch der Entdeckerdrang ist geil. Wobei Blindspieler, Unblind, ja, das, genau, hier war ich. Oh, man neu kickt. Oh, zu dritt. Die sind mutig. Chimärenmagier, okay.
Wobei ich sagen muss, ich spiele auch gerne, also, beziehungsweise Let's Play auch gerne Spiele, die nicht klein sind, die ich schon kenne. Weil dann kann ich halt mehr über die Spiele auch erzählen und auch euch vielleicht gewisse Sachen zeigen, die ihr noch nicht kennt. Tipps, Tricks, etc. Guides. Deswegen, ich mag halt beides gerne. So, hier gibt's natürlich nichts. Vielleicht kommen wir irgendwie von der anderen Seite da runter geschwommen, aber da auch so eins ist, wahrscheinlich dann eher doch nicht. Egal. Wir gehen halt immer tiefer. Oh, da direkt muss Kiste. Das loot mich direkt ein. Defendor. Was ist denn Defendor? Gab's nicht mal einen Film namens Defendor oder so? Ich sollte mal aufräumen hier. Defendor. Was? Angriff 95? Mit dem Zauberprotest belegt. Okay, halt. Ausrüsten hier, Digga, ausrüsten. Du kannst eh kein Schwert benutzen. Warum gehe ich in dich? Keiner kann Schwerter benutzen. Verdammt. Aber coole Waffe. Da geht... Boah, komm. Oh, mein neuer Gegner. Der Tatzelwurm. Ey, Leute, ganz ehrlich. Kenner von Final Fantasy 9 wissen und hassen den Tatzelwurm. Kennen den Tatzelwurm, meine ich. Ich hoffe, der ist nicht allzu stark wie in Teil 9. Ansonsten habe ich gleich mächtige Probleme. In Teil 9, jo, das war ja gar nichts, das ist ja... Oh Gott. In Teil 9 war der Tatzelwurm einer der besten Gegner zum Leveln. Und auch, ja, sehr fies und mächtig. So, bevor ich da oben planschen gehe, gehe ich erstmal rechts. Oh, was ist das denn? Das ist Behemoth? Behemoth, ja. Warum muss sie immer recht haben? Kenner aus Final Fantasy rein kennen den und hassen den. Oh, der hält einiges mehr aus, oder? Ah, na, hält er eine Runde aus? Oh, aber der teilt wenig Schaden aus. Oh, der darf zweimal. Okay. So, stehlen. Ich mach das einfach mal, weil ich's kann. Sprung wird wohl nicht nötig werden. Ach komm, weißt du was hier? Weil ich's kann. So, hat er was? Hi, Potion. Nee, wunderbar. Ich hab ihn 99. Windklinge! Okay, der hat doch gut live. Eisblick. Guck mal, wie kalt ich bin. Ich muss sagen, Teil 10 gefällt mir Shiva immer noch am meisten. Sieht immer noch sexy aus. Ey, der hält aber doch eine Menge aus. Alter. Okay, der macht tatsächlich die, sag mal schnell, der macht die Behemoth in den anderen, aus den anderen Teilen tatsächlich Konkurrenz. Der lebt ja immer noch. Maelstrom, hier. Yeah. Vorbei, ah ja, das war der... Yes! Nice Angriff. Gewitter, komm. Kill ihn. Ah, ich liebe Beschwörungen. Butz! Ja, der gefiel mir. Mal schauen. Aber auch richtig gut, was bringt. Coole, ja. Kohle bringt er. Yay, und alle freuen sich. So, ich gucke erstmal hier. Da kann ich wieder mein Diebel nutzen. Ja. So. Oh, der rennt doch mal weiter nach rechts. Yay, Kiste. Diamantpanzer, kennen wir auch schon. Ach komm, ernsthaft. Jetzt kommt ihr, okay.
Ich muss sagen, das Dungeon gefällt mir bisher. Ja. Mal schauen, was noch auf uns erwartet. Ich gehe gleich mal planschen. Und dann gucken wir mal schauen. Sehr, dann lassen wir mal durch hier. Hier links und rechts gerissen. So, ich habe recht schon einen Aufgang gesehen, aber ich gehe erstmal zum Kampf. Oh mein Gott, ihr wollt es echt wissen, ne? So, kloppt die Birne breit. Ja, kann man sagen. Ich läute die Hochzeitsglocken für dich. Na gut, eher die Todesglocken. Ich muss sagen, mein Schaden ist echt mega. Ich habe das Gefühl, dass ich, mich sehr überlevelt habe gerade wieder. Ah! Nächste Kiste. Kiste, ja, das auch. Nächste Tür mit Kisten. So rum. Diamanthandschuh kennen wir. BM auf Deutsch. Okay, der ist neu. Müsste der benutzen können, ne? 78. Bei Behemoth im Namen hätte ich jetzt was Geileres erhofft. Könnte es einen anderen geben? Oh. Ich könnte dir den hier noch ausrüsten, aber nee. Nimm lieber ein Schild. Naja, schade. Gut, dann rechts. Ah, da, da. Tür. Okay. Ah, geht runter. Ich habe das Gefühl, es kommt gleich ein Bosskampf. Erstmal heilen. So. Ha, okay. Guck ich an den Seiten mal kurz. Oh, wieder ein Behemoth. So, steh noch mal. Mach den. So. So. Ah, der deutlich sieht gut aus. Hi, Potions. Ja, danke. Eispfeiler. Pfeile oder keine Ahnung. Sprung! Hui. Ah, schlag meine Gegner. Bam! Au. Warum dürfen die Gegner immer zweimal? Was soll denn das? Richtig nett. So. Nochmal Eispfeiler. Bam. Bombs. Yes, genau den Heilskill habe ich gewollt. Ich meine, das ist Imba-Heilung. Hallo? Guckt euch das mal an. 3K, also. Das rockt doch. Ja, der rockt mir wieder gut was ab. Arschgesicht. Arschgesicht, ich mag dich nicht. Stirb. Stirb. Da freuen sie sich. Und ich freue mich auch, indem ich jetzt nach links gehe. Hey! Hier ist nichts mehr, oder? Gibt's irgendwas im Wasser, was glitzern ist? Mein Schatz! Warte mal, von oben kam ich doch. Ja, dem Runner. Oh komm, ernsthaft. Och nö. Leute, den Typen schneide ich jetzt raus. Bis gleich. Da bin ich wieder. Kampf erledigt und wir können weiter. Erstmal links, zur Truhe. Nein. Ah, komm, Tür.
Sag immer Truhe. Hier ist nämlich eine Truhe. Diamantschild. Können das Ding ausrüsten? Bam, da. Schatti. Nee, nö. Kann ich leider nicht. Na gut. Na, oh komm. Im Angriffsvorteil und jetzt der Drache. Einfach nur Drache. Okay. Geile Bezeichnung. Wie heißt du? Ein scheiß Drache. Warum macht der Dieb mehr Schaden gegen einen Drachen als der Dragoon, der Drachenritter? Das würde ich jetzt gerne wissen. Beruf verfehlt oder so? Keine weiteren Fragen, euer Ehren. So, und runter geht's. Ja, dann rechts, würde ich sagen. Ja. Ja, stellt euch mal vor, wenn ich jetzt hier nicht die Idee mit den Dieb gehabt hätte, wie viele Schlüssel ich gehabt hätte, also haben hätte müssen, oder dieses Umwechseln von den Berufen. Zack, 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 zack. Oh, wie nervend das gewesen wäre. Ach, die Laute. Die legendäre Laute Noahs beginnt eine leise Melodie zu spielen, die dein Herz tief berührt. Noahs Laut erhalten. So Leute, es war tatsächlich kein optionaler Dungeon, sondern ein Zwangsdungeon. Und wisst ihr was? Ich mach's mir einfach. Ich aktiviere Notausgang. So. Damit haben wir diesen Dungeon fertig. Ich könnte jetzt Unai oder Unas oder Unai oder Unana, kann dann wie alt der nochmal hieß. Nein, hallo, hallo, hallo. Aber hoch. Das mache ich jetzt aber nicht, denn... Falsche Taste. Denn ich möchte nach oben. Da war ja auch noch was gewesen, was ich euch auf dem Map angezeigt habe. Warum liegt das jetzt hier beim Fliegen? Hallo? Eidon-Knopf? Boah, hör auf zu lecken, du Sau! So. Denn hier ist das nächste. Eine Ecke von, dem Schloss. Denn hier verbirgt sich nämlich dieser Eingang, der uns zu den Katakomben von Sarunia bringt. Aber vorher speichere ich nochmal. Das kann nie schaden. Ja, bevor wir halt wieder, wie gesagt, eine Story weitermachen, will ich diesen Dungeon nochmal hier klären. Cleanen. Und wir haben neuen Kampf. Oha, wer sind die denn? Kyklop. Ja. Ja, mein... selber Schuld, also, ja. Kyklop. Leute, es wäre einfacher, wenn ihr das Schwert auch in der Hand halten würdet und nicht da einfach weggestickt. Alter, der Schaden, der ist ja mal übel. Ja. Was sind das denn für Billiggegner hier? Ich bin echt überlevelt, also, das... ist mir fast peinlich, muss ich sagen. Aber nur fast. La 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 la. Das, da komme ich nicht. Ach komm. Will dieses Dungeon abschließen, bevor der Part kommt. Mampfa, oh nein. Sind sie so wie die Fresser, die sich immer teilen, multiplizieren? Ey, das wäre cool. Weil wenn die nämlich mehr Erfahrung geben, als die anderen, die sie immer teilen, dann ist das mein neuer Levelort. Aber mal schauen, ob die sich überhaupt teilen können. Oder multiplizieren.
Oder ob die überhaupt überleben. Ich glaube, bei mir kommt die nicht zum Teilen. Aber, ne, 3-3. Erfahrung. Auch nicht ohne. Diese Platte sieht ja mal irgendwie so ein bisschen anders aus als die anderen Platten. Ha. Blinkt da irgendwas? Ne. Keine Ahnung, das sieht so anders aus, die Platte da. Ach komm, ernsthaft. Ach du Scheiße, was ist das denn? Einige von hinten. Das tat überhaupt nicht weh. Ja, hab's kapiert. Senchos. Klingt irgendwie so wie so eine mexikanische Speise. Die bestell ich aber mal, das sieht so besonders aus. So. Die behandle ich mal mit Ramu. So. Guck mal, was er hat. Oh, da hat er wohl nichts. Oder ich bin zu blöd zum Stehlen. Hm, Windklinge. Flash. Gewitter. Das passt doch in diese Gegend hier rein. Zeig, wie blitzig du bist. Elektrisieren meine ich. Ja, komm. Den Schaden habt ihr aber auch erwartet bei dem Gegner und dem Ort hier. Ist ja wohl das Mindeste, ne? Hoch. Ne, links geht wahrscheinlich... Boah, ernsthaft. Ach, der schon wieder. Guck die Augen an. Ach komm, ich plätte dich so. Ich platte dich so, ey. Sprachgulasch heute wieder. Ach ja. Wozu beschweren, wenn ich auch so viel Schaden machen kann? Bevor ich da lang gehe. Aha, ja. Aha, Kisten. Ihr habt gesehen. Gibt es hier auch noch andere Gegner? Oder nur den Senchos? Senchos, oder keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ich will dieses Dungeon noch fertig haben, bevor der Part zu Ende ist. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Linkskiste, die habe ich doch genau gesehen. Golemstab, den habe ich schon. Aber kann ich den vielleicht ausrüsten? So doppelt gemoppelt hält besser. 30, 33. Nee, wäre schwächer. Schade. Ich habe schon geileren Stab als der Golemstab. Runenglocke. Ah, habe ich die schon? 88, 42. Ach, 90? Ernsthaft? Ja, ausrüsten, Digga. Runenstab, 33, warte mal, Runenstab? Nee. Ich hab's gerade mit der Runenglocke wieder verwechselt. Oh Gott, ich, nachts Let's Playen ist gar nicht gut. Ärgerschill, kann ich den nutzen denn? Nee. Zumindest nicht der Dieb. Okay. Ja, und dann... Oh, komm. Der schon wieder. Zeig mir mal die neuen Glocken. Guck die linke Glocke an. Das muss wohl die neue sein. Sieht ja ulkig aus. Ah, so. Ja. Gut vorankommen wir. Trotz vielen Kämpfen. Kiste. Nein, das wird uns verwehrt. Oh, komm, die wieder. Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug, weil so die Hand ist so nach oben gestreckt. Ich glaube, der hätte das Schwert drin sein sollen und nicht so, wie es da unten gerade rumbaumelt. Weil es macht für mich so keinen Sinn, dass sie da ohne Schwert dann rumtanzen. Ich meine... Vielleicht wollen die mich auch nur umarmen und sagen so, hey! Aber ich glaube nicht. So, aber gib mir Erfahrung. Das zählt. Reflektpanzer, das ist auch wieder neu.
Wir könnten das nutzen. Ja, vielleicht sollte ich auch mal hier gucken. Ach, okay, verhindert einige Zustandsveränderungen. 30 nur. Gibt schon was Geileres. Ja, nö, schade. Na gut. Ist auch nichts, ne? Ne. Ah, da ist was. Ach komm. Ah, ich glaube, ich hatte den nächsten. Ich habe hier noch einen Notausgang. Das heißt, wenn wir hier fertig sind, teleportiere ich mich sofort raus und beende den Part. Das spart dann Zeit. Komm, nimm mit. Schwarze irgendwas, hä? Was? Schwarze was? Irgendwas Schwarzes. Lanze, das ist dann für unseren Dragoon, ne? Ja. Das ist ein Wort. Ach, hat er noch einen Zusatzeffekt? Nee. Windschaden. Gut, schade. Weil dann nach rechts geht's nicht, dann nach oben. Okay, da ist, glaube ich, irgendwas. Ich heile mich eben. Ich habe Angst. Aha. Mal kurz, ob hier irgendwie... Na, komm. Na, mal schauen, ob die diesmal teilen können. Oder multiplizieren. Ob sie allgemein rechnen können. Ob sie überhaupt dazu kommen. Oh, meine neue Waffe sieht schön aus. Ja, der Schaden, ne? Nein, die kommen nicht zum Rechnen. So. Oh. Okay. Und was es damit auf sich hat, erfahren wir im nächsten Part. Tschüss.